Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Awakening. Wir befinden uns mitten in einer weiteren Nebenquest. Und zwar die Tochter der Drachen heißt sie, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir die kleine süße Nah schon getroffen, die Tochter von Noe und Donny. Und wir machen hier heute auf jeden Fall weiter. So ein paar Gegner haben wir hier oben noch. Die sind auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen, wenn ich sehe, was die so für Klassen haben. Und da ist der Boss. Nichtsdestotrotz werden wir vermutlich halbwegs schnell damit fertig sein. Ich habe gehört, das habe ich glaube ich auch schon erwähnt, dass einige Leute wirklich Angst vor dieser Schlacht gehabt haben oder sie möglichst ziemlich spät gemacht haben. Ich fand sie bislang eigentlich ganz angenehm. Okay, Lissa ist glaube ich draufgegangen, aber ansonsten fand ich die eigentlich recht nett. Also gut, diese Morastzauberer waren sie glaube ich, die waren ein bisschen anstrengend, aber da die eh nie getroffen haben, fand ich das alles nicht so schlimm. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr aufgenommen, weil ich hatte nach dem letzten Part dann erstmal Pause gemacht und dementsprechend muss ich mich hier auch erstmal wieder zurechtfinden. Was ich allerdings noch ansprechen wollte, weil ich das mittlerweile doch schon ein bisschen öfter gelesen habe, seit das mit den Kindern so vorkam, ist die Tatsache, ob ich mir schon überlegt habe, wie ich das Ganze ganz gerne angehen möchte, weil letztendlich wir haben, glaube ich, 7 Pärchen oder so insgesamt, also 14 Leute. Und das ist ja eigentlich schon, sag ich mal, aktuell das Maximum. Manchmal kann ich ein paar weniger mitnehmen, manchmal ein paar mehr. Aber ich denke auch, oder das habt ihr mir auch schon geschrieben, dass da nicht mehr so viel Spielraum nach oben ist. Vielleicht, sag ich mal, in der finalen Mission eventuell 16 oder so. Habe ich eigentlich noch einen Türenschlüssel irgendwer? Du hast den Türschlüssel, okay. Dementsprechend, sag ich mal, ist da ja nicht mehr so viel Spielraum. Heißt, ich muss mir schon gut überlegen, wen ich ins Team nehmen möchte und wen nicht. Ich hatte ja für Lucina und Owain schon Palna und Lonsu rausgetan. Da bin ich eigentlich auch, ich möchte jetzt nicht sagen glücklich mit, weil ich mochte die beiden schon ganz gerne. Aber Lucina ist mir einfach so übelst sympathisch durch die Story und Owain ist irgendwie ganz interessant. Und da er die gleiche Klasse hat wie Lonsu, finde ich das eigentlich schon ganz annehmbar, sag ich mal, die ausgetauscht zu haben. Also da kann ich eigentlich ganz gut mit leben. Ihr macht wahrscheinlich nichts? Nein. Okay. Ich sammle mich, glaube ich, erstmal hier, bevor ich die Tür aufmache. Das ist mir ein bisschen lieber. Deswegen, also ich denke, ich glaube, die beiden werden auch erstmal außen vor bleiben, weil Lonsu, sag ich mal, mochte ich eigentlich ganz gerne, aber ist jetzt nicht so, dass der mir als Charakter extrem ins Auge gesprungen ist. Da finde ich Owain schon eigentlich interessanter. Zack. Und einmal wieder wechseln. Und gut, Palne mochte ich eigentlich ganz gerne, aber dadurch, dass ich dann, also ich fand sie, glaube ich, einfach so interessant, weil sie Gestaltwandlerin gewesen ist. Und wenn ich habe ja Noe, also ich mochte Noe sowieso wesentlich lieber als Palne irgendwie. Und so, jetzt warten wir nochmal eine Runde und dann können wir gesammelt da durchstürmen. Und wenn ich jetzt quasi 2 Drachis habe, also ich bevorzuge immer noch die Manaketen anstelle der Targuel und deswegen finde ich einfach Noe und Nah so viel cooler als Palne und Yane. Das ist Geschmackssache. Deswegen bin ich damit eigentlich schon ganz zufrieden mit der Entscheidung. So, einmal die Tür bitte öffnen. Und dann mal gucken. Da können wir doch wunderbar mit Nosferatu schon mal guten Schaden machen. Und ja, deswegen finde ich das eigentlich ganz okay. Was die anderen angeht, ich möchte jetzt nicht irgendwie noch irgendwelche Pärchen rausnehmen, ehrlich gesagt, für andere. Weil ich weiß nicht. Oh, danke. Dieses Pärchen zum Beispiel. Ich finde Henry mittlerweile wirklich toll. Der ist zwar bekloppt, aber irgendwie mag ich ihn. Und Sumia finde ich auch total super. Gleiches gilt für Cordelia und Stahl, der jetzt gerade auf der Ersatzbank ist. Oder die beiden werde ich auf gar keinen Fall raustun. Die habe ich ja gerade erst reingetan. Ricken und Lissa. Ja, Ricka. Das ist die Zusammenfassung von beiden. Finde ich super. Und Donny und Noe sind toll. Und die beiden bleiben ja sowieso zusammen. Also irgendwie, ja, ich möchte niemanden mehr auf die Ersatzbank stellen. Das kann ich einfach nicht. Und dementsprechend, du kannst mal da warten. Du kommst ziemlich weit, ihr kommt alle ziemlich weit. Na gut, gucken wir mal. Ich könnte eventuell dir schon mal ziemlich guten Schaden machen. Deswegen, also ich möchte mein Team eigentlich so behalten, ich möchte einfach ein bisschen variieren.
Heißt, ich möchte Na auf jeden Fall mitnehmen. Und ich habe mir überlegt, dass ich sie vielleicht erstmal, damit sie auch einen Partner hat, vielleicht mit Lin Fan zusammenpacke, weil ich habe ja noch nicht so viele Kinder und ich finde einfach, Lin Fan passt besser zu ihr als Yane. Ich wollte Lin Fan ja eigentlich ursprünglich nicht mitnehmen, weil ich schon Taktika habe, aber je länger ich drüber nachgedacht habe im Nachhinein, desto mehr habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich schon irgendwie cool, ihn mitzunehmen. Deswegen möchte ich das eigentlich auch ganz gerne machen, zumindest teilweise, wie gesagt. Und ja, dementsprechend will ich das auf jeden Fall auch noch als Pairing dabei haben. Ich muss halt gucken, wie viele ich letztendlich mitnehmen kann und dann einfach immer so ein bisschen je nach Schlacht austauschen. Mal kommt das Pärchen mit, mal kommt das Pärchen mit. Vielleicht variiere ich auch innerhalb der Pärchens mal, dass ich vielleicht Noi durch Na ersetze oder so. Mal gucken. Aber ich möchte eigentlich ein bisschen mehr Variation reinbringen, jetzt wo ich die Kinder habe. Vor allen Dingen, wie ich auch mittlerweile erfahren habe, übernehmen die Kinder so ein bisschen die Werte der Eltern. Deswegen sind sowohl Lucina als auch Owain als auch Na doch ziemlich stark schon, obwohl sie eigentlich unterlevelt sind, so gesehen, weil sie so ein bisschen was von den Eltern übernommen haben. Und die Kinder der anderen Leute, also jetzt das Kind von, ich sag mal, Olivia zum Beispiel, das wird nicht sonderlich stark sein, weil es halt die Werte nicht übernimmt, also es übernimmt die Werte schon, aber Olivia hat ja keine Werte wirklich, weil ich sie ja nie eingesetzt habe. Dementsprechend sind manche Kinder natürlich stärker als andere, aber jedes Kind kann stark sein, wenn ich mich da anstrenge. Deswegen ist das, glaube ich, auch nicht wirklich ein Nachteil, wenn ich die Kinder mitnehme, weil die ja schon, wie ihr seht, ziemlich OP sind. Also nah steht Noi da eigentlich in nichts hinterher. Und ja, deswegen habe ich mir überlegt, so ein bisschen die Kinder mitzunehmen auf jeden Fall. Jetzt Lucina und Owain auf jeden Fall als Pärchen. Vielleicht kriegt Lucina noch einen anderen Partner, vielleicht auch nicht. Dann muss ich mal gucken, wie ich das machen möchte. Ob ich die beiden zusammen behalten möchte, auch ob ich dann vielleicht Na und Lin Fan zusammen behalten möchte oder ob da noch irgendwer anderes kommt. Ich kenne die anderen Charaktere ja nicht, aber erstmal zumindest. Und ansonsten denke ich mal, sag ich mal, ein A-Support mit dem Vater oder der Mutter oder einem anderen Kind ist ja auch nicht verkehrt. Deswegen, ja, denke ich, werde ich da ein bisschen Variation reinbringen. Greifen wir dich erstmal an. Weil ich bin ja sowieso vom Level her eigentlich schon halbwegs hoch, muss man sagen. Also meine Charaktere, abgesehen von den Kindern, haben ja alle über Level 20. Ich glaube, ich habe sogar schon 29 umgerechnet. Ich weiß, dass viele mit dieser Rechenweise nicht so klarkommen. Die sagen immer, sag doch Level 9. Aber für mich ist das im Kopf irgendwie logischer, weil zum Beispiel Noi oder Donnie haben ja so ein bisschen anders gelevelt als die anderen. Deswegen, so kannst du irgendwas machen. Du machst 6 Schaden. Wunderbar. Du machst immer noch nur 6 Schaden. Und der tut jetzt ziemlich weh. Okay. Kümmern wir uns erstmal. Volltrefferchance 82%. Kümmern wir uns erstmal um dich. Also ich denke, mein Level und auch mein Schwierigkeitsgrad erlauben mir eigentlich ziemlich gut, auch mal ein bisschen zu variieren. Vor allen Dingen, weil die Kinder ja, wie gesagt, nicht wirklich schwach sind. Dass wir halt auch mal verschiedene Charaktere sehen, mehr Supportgespräche, auch Vergeltung und einfach mal ein bisschen Abwechslung. Okay. Deswegen, ja, will ich einfach mal gucken, dass ich das vielleicht... Es macht gar nicht mal so viel Schaden, aber okay. Dass ich das vielleicht so in Angriff nehme. So ein bisschen dazu wechseln, dass wir nicht immer dieses Standard-Team haben. Weil. Also, Henry hat mit 82% nicht gequittet, aber Noi quittet mit 9%. Okay. Also, ich finde es zwar schön, so mein Standard-Team zu haben und ich bringe es auch nicht übers Herz, irgendwen da rauszutun. Aber ich fände es dann auch ganz schön, ein bisschen Abwechslung zu haben. Und deswegen bieten sich die Kinder da einfach an, denke ich. Du machst natürlich keinen Schaden bei dem. Ich hatte gehofft, eventuell, aber okay. Ricken, du könntest... Wie weit kommt der Boss? Läuft der Boss überhaupt? Ich glaube nicht. Das heißt, Ricken könnte den hier übernehmen. Ja, dann ist der auf jeden Fall schon mal weg. Und kann mir nichts mehr. Auch ohne Lissa ist er stark. Also ich denke, die Vorgehensweise ist, glaube ich, ganz gut, da so ein bisschen durchzurotieren mit den Kindern. Wer letztendlich in meinem finalen Team sein wird, mit welchem Partner, keine Ahnung.
Und ganz zur Not kann ich ja immer noch trainieren. So. Ihr kommt auch bis... Moment, ihr kommt auch bis da, ne? Ja. Dann kann Owain zumindest einmal draufhauen. Ich glaube, einen Angriff hält er aus. Ja. Er kann ihn zwar nicht besiegen, aber vielleicht greift Lucina ja mit an. Ja. Ich muss ihn ja auch mal trainieren. Nur er hat hier in dieser Mission nicht so viel, wo er wirklich Erfahrungspunkte abkassieren kann. Aber da hat er ja zumindest schon mal ein paar gesammelt. So, wer hatte jetzt... Hatte noch irgendwer einen Thronschlüssel eigentlich? Ich glaube. Das muss ich gleich mal gucken. Ihr hattet den Thronschlüssel. Okay. Mit einem Goldbeutel, alles klar. So, dann können wir schon mal Richtung Boss vorrücken, würde ich sagen. Dann haben wir die Mission auch geschafft. Ich hatte ja schon angekündigt, dass wir gleich noch ein paar nette Support-Gespräche haben. Vermutlich auch noch ein paar mehr, weil die von Na und Noe ja auch noch dazu kommen. Und von Na und Donny. Und dann können wir mal gucken, was wir danach machen. Ob ich vielleicht im nächsten Part mit der Hauptgeschichte weitermache. Wir haben ja auch noch eine Nebenmission, die von Cordelia und Stahl. Die Sache ist die, dass die ein bisschen schwieriger sein soll. Eieieiei. Nein. Und ich sag mal so, das wäre die letzte, die uns noch fehlt aktuell. Ich weiß aber nicht, ob nach diesem Kampf vielleicht Sumia und Henry bzw. Selcha und Callum vielleicht auch einen A-Rang haben und einen S-Rang. Und dann wäre es eh wieder egal. Der macht ganz schön viel Schaden. Aber okay, ich muss ja irgendwann mal anfangen. Ja. Aber er hat nicht so eine hohe Trefferchance, fällt mir gerade auf. Und Sumia greift auch nochmal mit an, sehr gut. Daneben. Nochmal daneben. Ja, ne? Wie der Pegasus so hin und her strampelt. Das ist schon süß. So, wie viel KP hast du jetzt noch? 7. Und ein Owain kommt nicht dran. Verdammt. Es wäre so die Gelegenheit gewesen, Erfahrungspunkte abzukassieren. Aber gut. Dann darfst du draufhauen. Mit Minerva zusammen. Sehr schön. Mittlerweile weiß ich auch, dass Minerva auch aus einem anderen Fire Emblem-Teil kommt. Finde ich eigentlich auch ganz schön. So, hätten wir das. Svenja und Crom. Jetzt bin ich mal auf das Gespräch gespannt. Hey, thanks. Vielen Dank euch allen. Ohne eure Hilfe wäre ich jetzt ein niedlicher Blutfleck an der Wand. Listen. Findest du allein den Weg nach Hause? No. Ich habe kein Zuhause mehr. Dann werde ich dir in Elis ein Zuhause arrangieren. Nein, mein Platz ist an eurer Seite. Ich bin stark genug, um zu kämpfen. Right. Das bezweifle ich nicht. Immerhin bist du eine meiner Kete. Wenn du das wirklich willst, würden wir dich mit Freunden bei uns aufnehmen. Yay. Oh, danke. So. Noe, darf ich dir etwas fragen? Kommt dir der hier bekannt vor? Wow. Boah, du hast denselben Ring wie ich? Was für ein verrückter Zufall. Nope. Das ist nicht verrückt, das ist dein Ring. Es ist eine Erinnerung an meine Mutter aus der Zukunft. Er beschützt mich, seit du gestorben bist. Meine Güte, na? Das tut er wirklich. Du hast dich selbst beschützt, aber das ist wirklich nett von dir. Doch jetzt, da ich bei dir bin, musst du dich nicht mehr zurückhalten. Ich habe mich nicht zurückgehalten. Ich habe so hart gekämpft, wie ich kann. Ja, du hast fantastisch gekämpft. Das meinte ich auch gar nicht. Ich meinte deine Gefühle. Wenn du traurig bist oder so, dann kannst du mit mir reden. Nein, ich muss stark sein. Alle erwarten das von mir. Ich kann mich in einen Drachen verwandeln. Das kann schließlich nicht jeder. Also muss ich immer die Ruhe bewahren und alle beschützen, genau wie du. Deine Mutter weint ständig, mein Liebes, die ganze Zeit. Vertrau mir, wenn ich sage, dass man nicht stärker wird, wenn man sich verstellt. Sei einfach du selbst nah, das genügt. Die ganze Zeit über war ich... Ich weiß, das war alles ziemlich gruselig, aber du hast es überstanden. Oh Mutter, es war schrecklich. Ich dachte, ich würde sterben. Ist schon gut, na. Mama ist jetzt bei dir. Oh Gottchen. So süß.
Sehr gut, hätten wir das auch geschafft. Ui, da ist einiges aufgeploppt auf der Karte. Was habe ich denn da Nettes? Guck mal, ich kann Meistersiegel kaufen. Und mehr Meistersiegel. Und Untote bekämpfen. Und Geheimbuch, okay. Dann gucken wir doch erstmal. Einmal kurz in die Kaserne. Okay, ganz schön viele neue Ereignisse. Ach, Anna hat heute Geburtstag. Ups, dann wisst ihr jetzt hier alle, wann ich das aufnehme. Okay. Das wusste ich nicht. Hui, ist heute mein Glückstag? Ich stecke üble Kerle und gewinne in die Tasche. Wer hätte gedacht, dass man an so einem Ort Lieferanten finden könnte? Ich bin gut. Was ist das? Sieh an, das wird hervorragend in meinen Laden passen. Meine Güte, die kassiert gerade aber ganz schön ab. So. Wieso verschwindest du nach jeder Schlacht? Hast du ein geheimes Hobby? Ich erledige oft Dinge in der Stadt. Mit einem Pegasus geht das schneller. Okay. Nächstes. Ich habe einen neuen Tanz eingeübt, aber ich traue mich nicht, ihn aufzuführen. Ach, Olivia. Sie ist auch so ein Fall für sich, glaube ich. Auch der Auserwählte braucht ab und zu eine Pause. Wie entspannst du dich? Ich beobachte Menschen. Sie tun so alberne, faszinierende Dinge. Die beiden wären, glaube ich, auch ganz süß zusammen. Aber er hat ja schon Lucina. Lissa, werden wir ewig zusammen sein? Ich habe Angst, dich zu verlieren. Mir geht es gut, schon in Ordnung. Komm nicht zu, ich sterb schon nicht. Ja, wäre von Vorteil. Auch wenn du in der letzten Schlacht gestorben bist, aber nur so halb. Okay. Dann haben wir so ein paar Unterstützungsgespräche. Oh, wir haben den S-Rang von Henry und Sumia. Ah, da bin ich jetzt ja mal sehr gespannt nach der Körpertauschgeschichte. Weil Henry ist eigentlich gar nicht so... Also er ist schon creepy, aber irgendwie auch so ein bisschen süß. Na, wie hat dir dein erster Flug auf einem Pegasus gefallen? Awesome. Oh, wie toll. Erst ging es hui und dann sind wir gewuscht. Ist ja total fantastisch. Danke, dass du mir deinen Körper geliehen hast. Es freut mich, dass ich helfen konnte. Hey. Aber als ich in deinem Körper war, ist mir etwas Lustiges aufgefallen. Yes. Etwas zum Lachen? Really? Dein Herz schlug die ganze Zeit wie wild. Damit solltest du zu einem Heiler gehen, was wenn du einen Herzfehler hast. What? Was ich habe, kann kein Heiler der Welt kurieren, Henry. Wow. Oh, und ich habe gemerkt, dass es in meiner Nähe viel schlimmer wird. Das könnte zwar ein Problem mit dem Herz-Kreislauf-System sein, aber vielleicht... Das ist es nicht. Denk mal scharf nach, dann kommst du sicher drauf. Oh, ich hab's. Wir beide leiden also an demselben Zustand. Tun wir das? Mhm. Ich finde dich klasse, Sumia. Und wenn du in meiner Nähe bist, spielt mein Herz verrückt. Also, dir geht es genauso richtig. Ich weiß, es klingt etwas seltsam, aber ich habe mich in dich verliebt, Henry. Klasse. Dann war das Geld für den Ring ja nicht zum Fenster herausgeworfen. Oh, wie kommt der an meinen Finger? Den habe ich gekauft, als ich in deinem Körper war. Darum passt er so genau. Du wolltest meinen Körper ausleihen, um meine Ringgröße zu erfahren? Denkt der Juwelier nicht, ich sei eine alte Jungfer, wenn ich mir selbst einen Ring... Oh ja, der wird auf jeden Fall so denken. Gefällt er dir denn? Natürlich, Henry, er ist wunderschön. Du hast mich bezaubert, ganz ohne einen Spruch zu wirken. Ich bin so glücklich. Oh. Also Henry kann nicht nur creepy sein, wie es scheint. Oh, es war doch irgendwie ziemlich süß. So. Dann die beiden auf jeden Fall noch. Aber die haben erst... Ah, die müssen noch. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was Donnie und seine Tochter so zu bereden haben. Manchmal bringt mich meine Mutter wirklich zur Verzweiflung. Immer nur spielen, spielen, spielen. Jetzt gäbe es nichts Wichtigeres im Leben. Was ist los, na? Hab dich noch nie so tief seufzen gehört? Oh, hallo Vater. Ich habe nur gerade mal wieder über Mutter nachgedacht. Wie hältst du es so mit ihr aus? Findest du sie nicht unglaublich kindisch und nervig? Tag ein, Tag aus rennt sie voller Spieltrieb durch das Lager. Yeah. Komisch, hab auch gerade dran gedacht, wie ähnlich ihr euch seid. Aber nein, ich finde sie nicht nervig. So ist sie eben. Ich glaube nicht, dass sie sich jemals ändern wird. Vater, du bist viel zu nachsichtig. Bei all deiner Toleranz lernt sie nie, sich ihrem Alter entsprechend zu verhalten. Nun,
Was findest du überhaupt an ihr? Du bist immer so ernst und verantwortungsvoll. Sie dagegen purzelt den ganzen Tag durchs Lager wie ein kopfloses Huhn. Ich verstehe einfach nicht, was du in ihr... Es sei denn, du hast sie nicht richtig kennengelernt und überstürzt geheiratet. Ada, mach dich nicht lächerlich. Ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Oh, du protestierst... Da protestiert wohl jemand ein wenig zu heftig. Ich hatte recht, stimmt's? Ich weiß, dass deine Mama manchmal etwas albern ist. Ich fand's aber irgendwie putzig. Weißt du was, Vater? Ich glaub dir kein einziges Wort. Los jetzt, raus damit. Warum hast du sie geheiratet? Genug, du sollst so nicht über deine Ma reden. Hey, bleib hier, lauf jetzt nicht weg, warte! Das war ein seltsames Gespräch. Ich weiß nicht, wo ihr Problem ist, Gegensätze ziehen sich an. Na, sieh mal, all die hübschen Blumen. Lass uns ein paar pflücken und daraus Halsketten machen. Das wird ein Spaß! Mach du nur, ich bin beschäftigt. Was hast du denn da? Ist es eine Art Bilderbuch? Lass mich mal sehen. Ach nö, da sind ja keine Bilder drin. Es ist ein Buch über die Verwendung von Drachensteinen während der Schlacht. Ich habe es im Tross gefunden. Ist es lustig? Ich frage nur, weil es ziemlich langweilig aussieht. Natürlich ist es nicht lustig. Es ist jedoch essentiell, dass ich diese Dinge lerne. Diese Armee wäre viel spaßiger, wenn wir nicht immer so ödes Zeug machen müssten. Zweifellos. Es ist aber unsere Pflicht, alle Geheimnisse der Drachensteine zu erlernen. Eine einzigartige und wahrlich mächtige Gabe wurde uns in die Wiege gelegt. Diese Gabe muss sorgsam gepflegt und verbessert werden. Nur so können wir unseren Verbündeten in allen erdenklichen Lagen dienen. Sprichst du immer so geschwollen? Ich mag es nicht, so viel nachzudenken. Warum gehen wir nicht lieber in den Wald und spielen was? Ansonsten können unsere Gehirne noch überschrapaziert werden und explodieren. Mutter, du solltest das wirklich ernster nehmen. Wir befinden uns mitten im Krieg. Ich weiß, Dummerchen. Aber ständig darüber nachzudenken hilft nicht viel weiter. Je härter die Zeiten werden, desto mehr lache ich. Und das bringt dann auch alle anderen zum Lachen. Das ist sozusagen meine Aufgabe hier, dafür zu sorgen, dass alle anderen lächeln. Wow. Warte mal, du denkst, dass deine Rolle in der Armee ist, die ganze Zeit zu spielen? Jep, also wie sieht's aus? Lass uns spielen gehen. Jedenfalls spielst du deine Rolle gut, das muss man dir lassen. Ach ja. Also es kommt mir schon fast so vor, als wenn Na die Erwachsene wäre und Noi das Kind. Das ist doch sehr interessant. Okay, ach ja, Sairi hatten wir auch noch bekommen. Dann würde ich sagen, hören wir uns jetzt die ganzen Unterstützungsgespräche der anderen Kandidaten hier an, die auf unserer Ersatzbank sitzen. Dann haben die zumindest auch schon mal alle Unterstützungslevel A. Ah, Virion, hier seid ihr. Oh, Zeit, dass dieser Vogel die Flatter macht. Virion, hinfort! Nicht so schnell. Meine Dame, ihr packt meinen Arm so ausgesprochen fest. Wenn ich euch nicht festhalte, werdet ihr einfach wieder davonlaufen. Wohlan denn, erinnert ihr euch noch an euer Versprechen bezüglich der Wahrsagerei? Lasst mich nachdenken. Wisst ihr, ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Ich sah euch nicht mehr, seit wir neulich unsere Übereinkunft trafen. Ihr nehmt eure Speisen im Zelt ein und übt das Bogenschießen mitten in der Nacht. Dieses Verhalten führt zur Theorie, dass ihr versucht, mir aus dem Weg zu gehen. Nein, selbstverständlich nicht. Ich war nur beschäftigt. Beschäftigt wie eine fleißige Biene. Summ, summ. Ich spotte über die Andeutung, dass ihr aus dem Weg ginge, meine Dame. Eure Antwort ist nicht gerade plausibel, aber dennoch seid ihr hier. Ihr werdet mir beibringen, was ich wissen will, oder ich werde zu Crom gehen. Ihr hattet mehr als genug Zeit, einen Standard-Lehrplan vorzubereiten. Meine Dame, ihr seid ausgesprochen, ja unglaublich und frustriert, hartnäckig. Aber seid ihr euch dessen sicher? Vielleicht wird euch das Ergebnis enttäuschen. Was meint ihr damit? Nun, es ist so, dass, wisst ihr, die Wahrsagerei hat nichts damit zu tun, in die Zukunft blicken zu können. Es hat mehr damit zu tun, die Emotionen des Fragenden zu manipulieren. Faszinierend. Bitte erzählt mir mehr davon. Lasst mich nachdenken. Wie drücke ich es am besten aus? Es basiert auf der Kunst der Überzeugung. Ich sage der Person einfach etwas, das wahrscheinlich eintreten wird. Und dann überzeuge ich sie, dass es ein Omen ist, das nur für sie allein bestimmt ist. Und dabei wählt ihr ein alltägliches Ereignis, wie eine Interaktion mit Wasser. So wird die Person, wenn es eintritt, eine Verbindung zu ihrer Prophezeiung schaffen. Da die Besonderheit der Erfahrung sie ablenkt, denkt sie sich nichts dabei. Als ihr mir geweissagt habt, habt ihr lediglich an mein Ego appelliert. Die Menschen glauben, dass der Mond aus Käse ist, wenn sie nur richtig hinsehen. Wirklich, es ist alles. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Ganz und gar nicht.
Eigentlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Oh, mein wissenschaftlicher Verstand hegt seine Zweifel. Doch ein kleiner Teil von mir glaubt an eure Behauptungen. Ihr verfügt eindeutig über großen Einblick in die Herzen und die Psyche der Menschen. Nun, das eröffnet mir ein ganz neues, sehr vielversprechendes Studiengebiet. Ihr müsst mir alles beibringen, was ihr wisst. Verbale Tricks, überzeugende Argumentationen, einfach alles. Ich werde eure Ergebnisse aufzeichnen und sie später eingehend studieren. Alles klar, das werde ich tun. Lasst nur bitte meinen Arm los. Okay. Also die beiden... Nein. Mir haben auch einige Leute in die Kommentare geschrieben, Virion tut ihnen leid, weil er Miriel abbekommen hat und ich kann euch verstehen. Irgendwie. So, ich glaube, Jano und Lin Fan hatten beiläufig auch noch ein Unterstützungsgespräch freigeschaltet. Dann gucken wir uns das auch einfach mal an. Ha, die Jungs sind so lustig. Gemeinsame Abendessen sind einfach fantastisch. Und ich bin so vollgefressen. Ich werde heute Nacht schlafen wie ein Stein. Oh, hallo Jane. Oh, hallo Lin Fan. Was machst du hier draußen so allein? Wir waren alle beim Abendessen. Du bist heute munter wie immer. Jane, geht es dir gut? Wenn dir etwas fehlt, dann kann ich dir vielleicht helfen. Nein, es ist nichts. Mir geht es gut. Ich bin nur überrascht, dass du so gut gelaunt sein kannst mit dem Krieg und so. Wir sind alle ständig in völliger Aufruhr und du hast sogar dein Gedächtnis verloren. Wie machst du das nur? Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Muss wohl in meiner Natur liegen. Nein, ich beneide dich darum. Du lächelst wahrscheinlich selbst mitten in der Schlacht, was? Ich will noch nicht mal kämpfen, selbst wenn ich total euphorisch bin. Vielleicht hättest du weniger Angst, wenn ich in deiner Nähe bleiben würde? Das würdest du tun? Na klar, wir stecken schließlich alle gemeinsam in dieser Geschichte, oder? Ich bin froh, wenn ich dir helfen kann. Oh, Lin Fan, vielen Dank, das weiß ich wirklich zu schätzen. Wenn es da draußen eng wird, dann verlasse ich mich darauf, dass du mich beschützt. Versprochen. Oder noch einfacher, Jane. Ich stell dich gar nicht erst aufs Feld. So, Gaius und Taja. Hey. Hallihallo, Zuckerpuppe. In letzter Zeit jemanden verflucht. Ja, ja. Sieh mir jetzt direkt in die Augen. Fühlst du dich heute anders? Nope. Du meinst nicht das Gefühl, wenn einen eine Bleiche ihre Braut geistesgestört anglotzt? Nö, alles in Butter bei mir. What? Verhext und verflucht! Oh, yeah? Vielleicht solltest du dir eine andere Beschäftigung suchen, Zuckerpuppe. Was wolltest du überhaupt mit diesem Fluch erreichen? Mich in eine Kröte verwandeln? Er ist dafür bestimmt, dass du meine positive Seite erkennst. Huh? Moment, versuchst du etwa einen Liebesfluch bei mir anzuwenden? Es ist nur ein Experiment, du Narr. Du bist nur das Versuchskaninchen. Kaninchen, was? Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht. What? Worüber? Ich wusste nicht, dass du auf mich stehst. Ich weiß, ich bin ein alter Charmeur, aber eher würde ich einen Kragen küssen. Und übrigens, Liebe, die in einem Kessel gebraut wurde, ist nicht echt. Sollte ich mich jemals der Liebe hingeben, dann sicher nur der echten Variante. Naja, manchmal ist es sicher nicht verkehrt, mit einer Prise ein wenig nachzuhelfen. Oh, holde Maid, es war mir gar nicht bewusst, dass du so romantisch bist. Werde jetzt nicht sarkastisch, ja? Nein, ich meine das ernst. Du gefällst mir jede Sekunde etwas besser. Ich habe eine Vorliebe für böse Mädchen und du bist die Boshaftigkeit in Person. Vielleicht hat mein Fluch ja doch funktioniert. Oh nein, ich war ein Narr, ein dummer, blinder Narr. Deine glänzenden Haare, deine wunderschönen Augen. Na dann, Experiment gelungen. Warte kurz hier, während ich das Gegenmittel braue. Nein, bitte nicht. Ich fühle nichts als Liebe. Ich möchte nicht geheilt werden. Nein! Das war irgendwie... eigentlich gar nicht so creepy, sondern irgendwie eher süß. Ich bin überrascht. Gut, Maribel und Frederick in der Dienerschule. Ah, Maribel, ihr seid schon früh wach, wie ich sehe. Auch sobald man sich an das frühe Aufstehen gewöhnt hat, ist es eigentlich nicht schlimm. Oh doch. Exzellent. Sollen wir mit eurer Ausbildung fortfahren? Kocht zunächst den Chi und dann habe ich hier eine Menge Silberbesteck zum Polieren. Halt, Frederick, lasst mich euch das abnehmen. Wie bitte? Es ist nur, ich mache mir Sorgen wegen der Verletzung, die ihr heute erlitten habt. Ihr wisst schon, die in eurem Fuß, ihr solltet heute lieber ruhen. Nun, ich gebe zu, dass meine Verletzung mich ein wenig behindert. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass ihr es bemerkt habt. Ihr seid die Einzige. Das habe ich in der Ausbildung gelernt, die ihr mir freundlicherweise gegeben habt. Mir fallen nun solche Details viel öfter auf. Nun denn, Tee, mein Herr? Oh, dieser Tee ist wahrlich exzellent. Habt ihr eine neue Mischung verwendet? Es ist eine spezielle Heilmischung für euren Fuß. Ich sprach letzte Nacht mit dem Apotheker und er empfahl sie mir wärmstens. Also, Maribel. What? Ja?
Ihr habt eure Ausbildung ernst genommen und versteht, was es heißt zu dienen. Findet ihr? Ich bin kein Hausdiener, aber ich strebe stets danach, ein besserer Ritter zu werden. An andere zu denken, Hilfsbedürftigen zu helfen. Dies ist die Seele jeden Dieners und auch das Herz aller ritterlichen Tugenden. Ich war mir der Verbindung nie bewusst. Waffen und Reitkunst kann jeder erlernen, der ein Schwert zu führen vermag. Doch der Geist der ritterlichen Tugenden muss von innen kommen. Maribelli hat bewiesen, dass ihr in der Lage seid, anderen zu dienen. Frederick, es ehrt mich, dass ihr so von mir denkt. Ich werde weiter trainieren und eure Lektionen stets im Kopf behalten. Right. Gut, nichts bereitet mir mehr Freude als andere zum Dienen zu inspirieren. Aber ihr werdet mich doch weiter ausbilden, nicht wahr, Frederick? Of course. Wie ihr wünscht, meine Dame. Also man sieht in den Unterstützungsgesprächen schon deutlich, dass sie sich näher kommen, finde ich persönlich. Das ist ganz schön. So, Vaik und Olivia. Vaik. Yeah. Yep. Ich wollte wegen letzten mit euch reden, als ich fast von der Klippe gestürzt bin. Solange du nicht wieder anfängst, dich zu entschuldigen, klar. Wow. Oh nein, was ich eigentlich sagen wollte ist, Vaik, ihr seid wunderbar. Huh? Hm? Oh, ihr Götter, habe ich etwas Falsches gesagt? Ich werde einfach... Nein, ist schon gut. Ich habe nicht damit gerechnet, das ist alles. Und auch wenn ich dir zustimme, weiß ich nicht, was das mit der Klippe zu tun hat. Oh. Nun, als wir nach diesem Vorfall miteinander sprachen, sagtet ihr, dass es war... Ihr wolltet, dass ich sage, wie wunderbar ihr seid, und darüber habe ich nachgedacht. Das ist doch ewig her. Yes. Ja und? Olivia, du kannst doch Komplimente nicht einfach so auf später verschieben. Wenn jemand dein Leben gerettet hat oder so, dann sag ihm sowas gleich. Nicht erst Wochen später, wenn schon jeder vergessen hat, was passiert ist. Sorry. Oh, verzeiht mir. Well. Aber ihr habt mein Leben gerettet und nun muss ich es euch irgendwie vergelten. Whatever. Nun, da gibt es eine Sache, die du für mich tun könntest, finde ich. Willst du wissen, was? Yes. Oh ja, bitte, das wäre wunderbar. Right. Entschuldige dich nie wieder bei mir. Huh? Hey. Verzeiht mir dies und das, entschuldigt das, so kann man sich doch nicht unterhalten. Und ehrlich gesagt, fände ich es gut, mich mal normal mit dir unterhalten zu können. Oh. Oh, wirklich, ich verstehe. Ich werde mir Mühe geben. Ich finde, Vaik ist doch einfühlsamer, als man anfangs gedacht hat. Ich war mir echt unsicher mit den beiden, aber irgendwie finde ich die ganz süß zusammen. So, und Sally und Gregor. Das Pärchen ist auch irgendwie seltsam. Gregor. Oh, yes. Ho, Sally Lee. Nenn mich nicht so. Du nicht möge Name Sally Lee, der zu dir passen, sehr damenhaft. Daran ist überhaupt nichts damenhaft, du flohverseuchter Ziegenbock. No, no. Du verletzen, Gregor. Wenn Kameraden kämpfen, sie geben Kosenamen. Es ist ein Zeichen von Freundschaft und gegenseitigem Respekt, ja? Hau Sally Lee, tapfere und treue Verbündete. Oh, Gregor und Sally Lee seien doch Freunde. Du nicht müssen anlaufen wie rotes Obst. Ich bin nicht rot geworden. Aber neuartiger Name sei nicht einziger Grund für Schamesröte von Sally Lee, ja? Du wollen hören, wahren Grund, ja? Du insgeheim lieben Gregor. Sag das noch einmal und ich ramm dir mein Schwert so tief in dein... Gregor mögen Frauen mit Feuer im Kopf vielleicht dich weiter ärgern. Und vielleicht verarbeite ich dich ja dann auch zu Wivernfutter. Oh, Sally Lee, du ziehen dein Schwert, du wollen kämpfen mit Gregor erneut. Du hast mich und meine Ehre zum letzten Mal beleidigt. Und was, wenn du verlieren? Dann gehören dir mein Leben und meine Ehre und du kannst frei darüber verfügen. Gregor nehmen Bedingungen von Sally Lee an. Bereit, wenn Sally Lee es sein. Die beiden sind so strange. Ah, da haben wir das Level von Grünerwald. Von Sumia und Henry, beziehungsweise nur von Sumia ja eigentlich. Und das hier dürfte noch die Mission von Stahl und Cordelia sein. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht erst die beiden machen wollen. Wobei ja die von Callum und Selcha auch noch kommt. Andererseits kommen ja noch die ganzen Missionen von den Ersatzbankleuten. Und ich sag mal so, die ganzen Nebenquests... sind ja schon mehr oder weniger Hauptquests, könnte man sagen, gefühlt. Und ich weiß nicht, ich bin so neugierig auf die neuen Charaktere irgendwie, deswegen will ich die Quests auch ganz gerne machen. Und ist ja jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt ein paar Nebenquests haben und dann auch ein paar Hauptquests hintereinander, dann reißt man das zumindest nicht aus dem Kontext. Das hier war das mit dem Baum, oder? Mhm.
Na, mal gucken, vielleicht wage ich mich im nächsten Part mal an. Diese hier, das ist 9 und das ist 10 hier. Und ich habe gehört, die von Cordelia soll schwer sein. Deswegen nehme ich vielleicht erstmal die hier. Mal gucken. War auf jeden Fall wieder ein sehr aufschlussreicher Part, wie ich finde. Und dann gibt es im nächsten Part wieder eine komplette Schlacht und Unterstützungsgespräche kommen dann erstmal später wieder. Gut, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Awakening. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.